Ja, hallo, vielen Dank. Mein Name ist Bernhard Lang, ich bin technischer Lösungsarchitekt bei der ITEMS. Kurze Vorstellung noch. Wir stellen heute mit meinem Kollegen Björn Böhmer den Integration Layer vor. Vielleicht noch ein kleiner Disclaimer, weil das doch ein großes Thema ist und wir relativ wenig Zeit haben, werden einige Sachen vielleicht ein bisschen überspitzt rüberkommen, aber wir haben ja dann nachher auch in der Diskussion die Möglichkeit, darüber zu diskutieren und das zu klären. Ich fange mal an, erkläre, was ist ein Integration Layer, wie sehen wir den aus Items-Sicht und danach wird Björn Böhmer dann eben darstellen aus Kundensicht, was das für die Stadtwerke Münster bedeutet. Wo stehen wir mit der Integration heute? Also wir stellen eben fest, dass wir immer mehr Systeme in unseren IT-Landschaften haben. Das kommt zum Beispiel durch die Spezialsysteme für neue Mobilitätsangebote oder Energieprodukte. Das ist ja erstmal nicht schlimm, aber wenn wir diese Systeme eben anbinden, dann erfolgt das in der Regel momentan noch durch Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Und auch das ist erstmal nicht schlimm. Es wird erst ein bisschen problematischer, wenn, wie man hier, ich habe das hier mal dargestellt, das B2C-System spricht hier mit dem ISU und damit die sich verstehen, ist eben unten in dem ISU so ein Stück Logik eingebaut worden. Das ist also Arbeit, die muss getan werden, damit die Systeme sich an der Stelle verstehen. Und da fängt es dann an, dass wir zwischen den Systemen Abhängigkeiten aufbauen, die dann eben auch mal zu Problemen werden können, wenn es dann eben darum geht, Systeme auszuwechseln. Das ist gleich der nächste Punkt. Für viele Systeme unserer Landschaften, insbesondere für die SAP-Kernsysteme, steht der Generationswechsel an. Das heißt dann eben das SAP Core, das SAP ISU, das CRM-System. Diese Systeme werden in den nächsten Jahren ausgewechselt. Und man kann sich eben vorstellen, wenn wir da ganz viele Punkt-zu-Punkt-Verbindungen mit Logik eingebaut haben, dass es dann eben auch schwieriger wird, die Systeme auszuwechseln, weil dann eben diese ganze Logik eben auch nachgebildet werden muss. Das ist der Grund, warum wir uns ja, entschieden haben, wir möchten diese Integration an der Stelle eben verbessern und auch was ändern an der Art, wie wir integrieren. Und wir haben dann im vierten Quartal 21 und im ersten Quartal 22 angefangen, mit unseren Kunden Workshops durchzuführen. Zum Teil sind wir auf die Kunden zugegangen. Es war aber auch andersrum, dass Kunden uns angesprochen haben und gesagt haben, wir wollen, erwarten eigentlich von euch, dass ihr uns bei der weiteren Integration unterstützt. Wir haben da eben viel vor. Und in diesen Kundenworkshops haben wir eben erstmal analysiert, was ist eigentlich der Pain und der Fokus bei unseren Kunden. Und es gibt ja, Integration ist eigentlich ein großes Gebiet. Wir haben Integration von analytischen Systemen, von Datensystemen, von IoT-Systemen, aber eben auch von B2B und B2C-Systemen. Und alle diese Integrationen haben auch ihre eigene Charakteristik. Und deswegen war es eben wichtig für uns rauszubekommen, dass ja, der Fokus bei unseren Kunden eben auf den B2B- und B2C-Prozessen liegt. Was das bedeutet, können wir uns dann gleich noch anschauen. Und der Wunsch ist da auch bei den Kunden gewesen, dass im Prinzip die Integration schneller wird. Das ist bisher immer noch ein relativ langwieriger Prozess, zum Teil. Zweiter Kanal kam, der sich mit Integration beschäftigt hat und der eben auch auf uns zugekommen ist, ist der Billing for Us 2.0-Prozess. Billing for Us 2.0, das ist unser Template, unser Abrechnungssystem von Items, ist auch ein SAP-Kernsystem und 2.0 heißt eben an dieser Stelle, auch hier steht der Generationswechsel an und das System muss an der Stelle eben ersetzt werden. Und auch hier aus diesem Abstimmungsprozess in der Vorbereitung für dieses Billing for Us 2.0 wurde auch an uns herangetragen der Wunsch,
hier eine zentrale Schnittstellenverwaltung aufzubauen, einen zentralen API-Hub, wo alle Schnittstellen verzeichnet sind, um eben eine höhere Standardisierung und Geschwindigkeit zu erreichen. Ja, um auf dem Gebiet weiterzukommen, haben wir eine Software-Evaluierung in Q2 22 gemacht. Wir haben uns eine Challenge gesetzt, B2C-Prozess, Wallbox-Bestellung, und haben den als Proof of Concept mit verschiedenen Softwarelösungen umgesetzt, insgesamt 4 Stück. Ja, wenn dazu Fragen sind, können wir das im Nachgang noch machen. Aber was ist bei diesem gesamten Prozess erstmal rausgekommen? Heißt, wo möchten wir in Zukunft stehen und wie wollen wir dort Integration gestalten? Hier mal dargestellt, wir wollen eben ein umfassendes Schnittstellenmanagement haben. Was heißt das? Wir wollen eben die Schnittstellen über ihre gesamte Lebenslauf verwalten und auch mit ihnen arbeiten, das heißt eben von der Schnittstellenentwicklung, Bereitstellung, Publizierung und Überwachung und Monitoring die ganze Zeit auch einen Fokus auf die Schnittstelle setzen, was bisher im Prinzip eigentlich in unserer Welt noch nicht so ist. Wir wollen die Umsetzungsprozesse beschleunigen. Wie wollen wir das erreichen? Indem wir eben die Beteiligten aus allen Bereichen, die bei der Integration notwendig sind, zusammenbringen in einem Projekt. Das wären hier der Fachbereich, Beratung, Entwicklung, die Netzsicherheit und Betrieb. Bisher ist es immer noch so, das sind alles quasi Einzelprozesse. Man spricht mal mit den Netzwerkern, man spricht mal mit dem Betrieb. Und ja, Beratung und Entwicklung sind natürlich an der Stelle enger vernetzt. Und auch mit dem Fachbereich. Aber was wir eigentlich wollen, ist wirklich eine Transparenz schaffen über den gesamten Integrationsprozess mit der Diskussion, mit der Dokumentierung der Schnittstellen, um dann eben auch alle auf den gleichen Stand zu bringen. Des Weiteren, wir wollen die komplexen Geschäftsprozesse mit dem API-led-Ansatz, also einen API-getriebenen Ansatz nutzen. Erkläre ich gleich dann noch, was das heißt. Was wir damit erreichen wollen, ist eben eine Standardisierung und Wiederverwendbarkeit und dadurch eben natürlich eine bessere Wartbarkeit und letztlich geringere Kosten für das Ganze. Und wir wollen natürlich eine unterstützende Software dabei, also ein Werkzeug, was uns dabei hilft, das Ganze, was wir oben beschrieben haben, umzusetzen. Und aus unserem Proof of Concept ist dabei rausgekommen, dass wir, also ich war mit einigen Kollegen dabei, die dann eben diese technische Evaluierung gemacht haben. Wir haben dann die MuleSoft Anypoint-Plattform empfohlen, weil das einfach das Tool war, was uns am effizientesten und am schnellsten zu brauchbaren Ergebnissen geführt hat. Wie beschleunigen wir Integration? Hier mal eine Folie, die sicherlich einige Gesichter, die hier sind, auch kennen. Das stellt auch mal unsere Items-Sicht auf den Prozess dar. Was ist das? Was wird hier dargestellt? Hier unten ist im Prinzip das, was wir das Billing for Us, unser Produkt für die Abrechnung, was wir als Billing for Us bezeichnen. Hier das Abrechnungssystem, hier normierte Zusatzsysteme wie BW und Archiv. Das sind sehr standardisierte Systeme. Hier sehen wir, dass in Zukunft wir hier eine größere Standardisierung aufbauen wollen, um eben auch schnell hier zu einem neuen System zu kommen. Der eigentliche Differenzierungsteil, und das ist dann die Kundensicht, hier jedes Kästchen hier oben stellt die Systemlandschaft eines einzelnen Stadtwerkes dar. Hier sieht man die Differenzierung der Kunden, die haben eben ihre eigenen B2B, B2C-Systeme, ein eigenes EDM-System oder vielleicht, wie eben auch hier dargestellt wurde, jedes Stadtwerk hat eben ein eigenes CRM-System, um sich von den anderen auch abzuheben und ihre eigenen Prozesse dort abzubilden.
Was bedeutet das aber für die Items? Bisher war das so, jedes CRM-System hat eben seine eigene Integration hier unten in die Abrechnungswelt. Das heißt, wir haben hier wieder viele Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, die eben Abhängigkeiten aufbauen, denn jedes CRM-System hat an der Stelle eben seine Abhängigkeiten und Eigenheiten. Wie wollen wir die auflösen? Indem wir eben hier zwischen dem Differenzierungsteil und dem standardisierten Kern eine Zwischenschicht einziehen, die wir Integration Layer nennen, hier mit dem API Hub noch betitelt. Das sind API Hubs, sind die ganzen Schnittstellen, die wir für die Systeme oben zur Verfügung stellen. Und was wird da passieren? Dort werden wir eben versuchen, wie dass eben verschiedene CRMs beispielsweise letztlich nur über eine Schnittstelle auf so ein Backend-System zugreifen würden. Wir wollen eben hier eine höhere Standardisierung erreichen, eine Verschlankung der Prozesse und dadurch eben hier auch Synergieeffekte heben. Damit das gelingt, braucht man gute Werkzeuge und einen guten Plan, wie man das umsetzt. Wir haben uns für API-getrieben entschieden. Was heißt das im Prinzip? Ist ein bisschen kompliziert. Zwei Systeme reden miteinander. Ein SAP ISU redet mit einem CRM. Heißt, wir haben zwei verschiedene Schnittstellen von den Herstellern hier unten mal dargestellt. So ein SAP-System ist eher so ein bisschen preußisch robust unterwegs und spricht hier mit so einer Edifact-Schnittstelle, die es rausgibt. Hier sind die Daten zu so einem Geschäftspartner mal dargestellt. Und ein CRM hat eben andere Schnittstellen. Und damit man, wenn man jetzt integriert und diese beiden Systeme verbindet, ist eben die Aufgabe, die eine Schnittstelle des Systems auf die andere Schnittstelle zu mappen. Wer das kennt, der weiß, dass es ein recht aufwendiger Prozess ist. Da sitzen oft viele Leute und sagen, okay, wenn jetzt hier in dem Feld Anrede Firma drin steht, dann steht im Namen die Firma, ansonsten steht da der Vor- oder Nachname. Das ist noch ein einfaches Beispiel, aber Schnittstellen sind im Prinzip sehr komplex und diese ganze Logik muss halt abgebildet werden. Dafür sind hier, wie das im Moment passiert, eben Spezialisten zuständig, die letztlich übersetzen müssen, wie spricht dieses System in wie spricht dieses System. So. Und die müssen sich dann eben auch in beide Spezifikationen einarbeiten und das ist, erfordert viel Arbeit und viel Abstimmung. Der zusätzliche Nutzen von API-Lab besteht eben darin, dass ich erstmal mehr Arbeit habe, nämlich eine zusätzliche Schnittstelle in die Mitte stelle. Was macht diese Schnittstelle? Diese API, die ich zwischen die beiden anderen stelle, stellt im Prinzip ein Objekt dar, was entsprechenderweise dann letztlich bezeichnet, worum es in der Schnittstelle geht. Und dadurch, dass ich hier quasi ein sprechend und wiederverwendbares Objekt erstelle, ist es dann eben leichter möglich, dass nur die Kollegen, die hier beispielsweise aus dem ISU, die ihre Schnittstelle kennen, dann das Mapping vornehmen zu dieser Prozessschnittstelle in der Mitte und Kollegen, die dann eben aus anderen Systemen kommen, wie beispielsweise hier im CRM, müssen auch nur die Schnittstelle vom CRM kennen und das sozusagen auf den Geschäftspartner mappen. Ist ein unheimlicher Vorteil, wenn man weiß, wie langwierig diese Abstimmungen sonst so sind. Weiterer Vorteil hier ist, wir hatten ja schon gesagt, einige Systeme müssen eben ausgetauscht werden. Wenn ich jetzt dieses CRM-System gegen das CRM-System da hinten austausche, dann muss ich bei dem API-LED-Ansatz eben nicht mich damit beschäftigen, wie redet wieder das SAP-System, wie redet das CRM-System, sondern letztlich reicht es dann an der Stelle, wenn ich die Systeme gegeneinander auswechsle, dass nur das Mapping dieses CRM-Systems gegen die wiederverwendbare, sprechende Prozessschnittstelle ausgetauscht wird.
versprechen wir uns eine ganze Menge von. Zusammen mit diesem weiteren Konzept, wenn ich die, wie wird aus den einzelnen APIs dann ein Geschäftsprozess, dazu brauche ich Logik. Das heißt, das, was ich eben erklärt habe, die einzelnen Schnittstellen hier, beispielsweise hier wird der Geschäftspartner übertragen, der löst dann hier einen Geschäftsprozess aus. Der Geschäftspartner wird dann ans CRM geschickt oder ich versende eine E-Mail. Alle diese logischen Prozessschritte kann ich eben hier aus dem Integration Layer anstarten, dass diese Logik, die eigentlich früher in den Backend-Systemen war. Also, und hier habe ich mal so ein Verbotsschild dargestellt, weil das eben dann auch an der Stelle hier wirklich nachher die Kosten verursacht. Wenn wir das so machen mit der Prozesssteuerung in dem zentralen Integration Layer, dann kann ich eben auch einzelne Systeme einfacher dann austauschen oder und ohne jedes Mal den gesamten Schnittstellenprozess wieder aufzumachen. Letzter Punkt. Wo findet Integration in Zukunft bei der Items statt? Hier nochmal dargestellt, unser Schnittstellen-Hub, der eben alle Schnittstellen zu den Kernsystemen, zu den Backend-Systemen darstellt. Beispielsweise hier herstellerspezifische APIs für einen Geschäftspartner, unsere eigenen business-spezifischen Billing-for-Us APIs, wie beispielsweise den wiederverwendbaren Geschäftspartner, den ich gerade gezeigt habe. Dieser wird hier in dem Items Integration Layer bereitgestellt. Und wenn ich jetzt weitere Systeme anbinden will, dann habe ich dazu verschiedene Möglichkeiten als Kunde. Ich kann, wenn es denn passt, eine Direktverbindung machen zwischen der API und dem B2B-System oder B2C-System an der Stelle. Ich kann, wenn sich beide Systeme eben an der Stelle verstehen, dann geht das. Ansonsten kann ich die Logik und die API-Schnittstellen für das Gegensystem als Kunde in meiner eigenen Integrationsplattform letztlich implementieren, die dann gegen den Items Integration Hub spricht. Das hat eben für das Gesamtsystem den Vorteil, dass wir, wie vorhin dargestellt, hier einzelne standardisierte feststehende Schnittstellen gegen das Kernsystem, das Billing-for-Us-Template eben haben. Eine weitere Möglichkeit für die Integration ist, wenn ich die Integration in dem Items Integration Layer als Kunde machen möchte. Hier stellen wir als Items dann einen Plattformbereich zur Verfügung, wo wir dann die Implementierung für die Integration für den Kunden oder der Kunde selber dann eben machen kann. Und als letzte Möglichkeit besteht eben auch die Möglichkeit, eine eigene Plattforminstanz als Kunde zu betreiben. Das ist das, was Björn Böhmer gleich darstellt. Hier eine eigene Plattforminstanz heißt an der Stelle, dass der Kunde eben dieselbe technische Plattform betreibt, die wir als Items in dem Integration Layer auch zur Verfügung stellen. Ja, und Björn kann jetzt mal darstellen, wie das aus Kundensicht aussieht. Ich übergebe dir mal die Steuerung. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ja, Björn Böhmer, Stadtwerke Münster, IT-Management. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen und ein paar Takte auch aus unserem aktuell laufenden Projekt erzählen zu dürfen und auch ein paar bekannte Gesichter hier mal wieder zu sehen. Einsteigen möchte ich nochmal. Bernhard hat schon viele Gründe gesagt, warum wir den Integration Layer brauchen. Was ist denn aber unsere spezielle Motivation für uns, für mich, für die Stadtwerke Münster, uns auch mit dem Thema zu beschäftigen? Integration ist wichtig, glaube ich, haben wir jetzt festgestellt. Jetzt gerade über den Fokus Prozessintegration, ganz wichtiger Punkt, denn nahezu jedes neue Geschäftsfeld, was wir erschließen, bringt auch immer ein neues System mit sich. Also egal, worüber wir sprechen, E-Mobilität, haben wir mindestens ein neues System. Breitband kennt, glaube ich, jeder, kommen neue Systeme, EDL-Geschäft, Mobilitätsplattform,
Dann kommt vielleicht noch sowas wie eine Mieterstromplattform, was auch immer in dem Bereich kommt. Selbst über ein Thema Pluscard, was wir Stadtwerke Münster vor, glaube ich, über 10 Jahren entwickelt haben, war im wesentlichen Teil auch ein großes Integrationsthema. Warum? Weil wir natürlich auch immer, ganz häufig schon angesprochen, unsere berühmten Backend-Tanker haben, an die wir da immer dran müssen. Wir hatten eben schön das Thema CRM, 360-Grad-Kundensicht. Sebastian, hier ist ja auch ein wichtiges Anliegen. Von daher ist es natürlich auch mal wichtig, dass wir alle Kunden, Produktdaten oder in dem Fall Kundendaten zum Beispiel auch ins CRM reinkriegen. Also die neuen Systeme sind für uns natürlich auch mal wichtige Einspeiser oder natürlich auch Verbraucher, wenn man Energiesprech jetzt mal das übertragen will, von Kunden- und Produktdaten, die wir natürlich entsprechend austauschen müssen, sprich integrieren. Es gibt ganz viele Gründe, haben wir gerade schon gehört, da jetzt eine Zwischenschicht zwischenzuziehen, um schneller, transparenter, flexibler und so weiter zu werden. Da versprechen wir uns eben relativ viel von. Transparenter ist das Stichwort. Wir sehen jetzt hier ganz viele Kästchen und Pfeile. Wenn man über IT-Architektur spricht, ganz häufig Kästchen und Pfeile. Leider ist es häufig so, ehrlich gesagt, viel mehr wissen wir manchmal auch gar nicht. Ich sage das ein bisschen überspitzt. Aber wenn wir über Schnittstellen sprechen, ja, da haben wir das System, Kästchen, Pfeil, geht auch in andere Richtungen, keine Ahnung, wissen wir nicht. Auch da versprechen wir uns natürlich von, viel mehr Transparenz da reinzukriegen. Denn einerseits schrauben wir ganz viel an neuen Geschäftsmodellen, kommen neue Systeme dazu. Andererseits, wir haben es auch schon gehört, an dem Backend-System, da müssen wir ran, nahezu an jedes Backend-System, werden wir in den nächsten 3+X Jahren austauschen, erneuern, sei es ein neues CRM, SAP-CRM läuft aus, ISU haben wir die Projekte, ERP, im Bereich SAP, S4HANA, D3 sind wir, glaube ich, gerade dran, Martin, ne, mit dem D3-One. Im Mobilitätsbereich ist auch viel im Umbruch. Das heißt, auch diese ganzen Themen befreien von dieser Logik in eine Zwischenschicht und so weiter spielt hier eine Rolle. Und vor allen Dingen auch, das sind ja Projekte in Summe zweistelliger Millionenbetrag, wie wir jetzt mal schätzen. Auch da können wir uns einfach nicht mehr erlauben und auch zukünftig nicht, 3 Monate +X erstmal in irgendwelchen Köpfen oder Dokumentenarchiven zu graben. Mensch, was ist denn mit der Schnittstelle? Was ist denn das? Also da... Dafür haben wir schlichtweg keine Zeit, kein Geld und ehrlich gesagt auch keine Lust mehr. Da versprechen wir uns auch was davon, über eine zentrale Schicht dazwischen auch die Transparenz zu haben. Genau, jetzt interessiert es mir natürlich, Kästchen und Pfeile habe ich gesagt, ist das in irgendeinem Haus anders, dass Sie schon ein bisschen mehr darüber wissen? Dann gerne Hand hoch. Gott sei Dank, es tut gut, nicht alleine mit runtergelassener Hose hier zu stehen, also wunderbar. Andere Frage, wer kann es beurteilen? Naja, doch ein paar, aber scheiße, die Grundgesamtheit ist ein bisschen klein, aber gut. Aber anscheinend scheinen wir da mit dem Thema nicht alleine zu sein. Also, Integration ist wichtig, ist auch bei uns im Haus, auch bei uns im Bereich ein ganz zentraler Punkt der Strategie, IT-Strategie, Digitalisierungsstrategie an die Unternehmensstrategie 2030 angesiedelt. Das heißt, wir müssen besser werden. Besser werden wir aber nur, Bernhard hat es gesagt, auch durch ein gutes Werkzeug. Wir brauchen ein gutes Werkzeug, haben uns da zusammen für die MuleSoft-Plattform, Anypoint-Plattform entschieden. Dann hatte Bernhard ja eben ein paar Varianten vorgestellt, wie wir das Ganze betreiben können. Wir haben gesagt, wir nehmen diese Infrastrukturvariante erstmal as a Service, was in dem Sinne eine eigene Instanz ist, um auch unsere strategischen Themen umzusetzen, maximale Transparenz und Flexibilität. Wenn da was umgesetzt ist, wollen wir es wissen. Und wir wollen auch flexibel sein, was und mit wem wir da was umsetzen. Mit wem wir was umsetzen, das Einführungsprojekt, das machen wir im gemeinsamen Projekt mit Items. Und vor allen Dingen dann auch die Synergienutzung zu haben. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Technologie, also mit der Plattform selber. Die Plattform aufbauen, einführen, beherrschen, kennenlernen. Wichtig aber auch der Punkt, kam ja gerade auch schon zur Sprache, von der Methode her, diese API-led Connectivity dann auch wirklich umzusetzen. Also im Pre-Sales und Marketing sieht das immer gut aus. Jetzt müssen wir das Umsetzen auf der Straße halten. Dafür ist dann das letzte Thema Governance auch da. Ja, jede Methode ist nur so gut, wie man sie dann umsetzt. Schauen wir mal. Wie gesagt, wir sind gerade am Anfang vom Projekt. Aber das soll das Ziel sein. Deshalb haben wir auch da diese 3 Säulen, die wir da auch beackern müssen. Das war noch so ein kleines Logo, eben auch schon noch falsch von Animationen drin. Business Objects for Energy ist auch, habe ich mir die Methode mit aufgenommen. Das ist ein Verein, wo ihr aktiv seid. Ja, ist ein Verein. Ja. Thomas kann dazu auch noch mehr sagen. Also wenn es Fragen gibt, an Thomas Jansing gerne. Einheitliches Datenmodell. Wir haben das mal als Methode mit aufgenommen, weil wir auch die Möglichkeit haben, in der Zwischenschicht ein einheitliches Datenmodell zu haben. Das heißt, wir haben ganz viele Systeme gesehen, wo wir Kundendaten drin haben. Hier haben wir einen Leitfaden, wo wir uns dann orientieren können. Wie sieht denn aber ein Kunde als Datenmodell aus? Wie sieht ein Vertrag aus? Wie sieht ein Produkt aus? Und so weiter. Dass wir das auch als Grundlage nehmen, auch für die einheitliche Datenmodellierung, um hinterher immer gegen dasselbe zu mappen. Stichwort Wiederverwendbarkeit. Wir wollen nicht das Rad jedes Mal neu erfinden. Deshalb, das ist ja das große Versprechen, schneller, flexibler und so weiter, habe ich alles gesagt.
zu werden. Das bedeutet aber auch dann auch da standardisieren. Und jedes System bringt sein eigenes Stammdatenmodell mit, wie ein Kunde aussieht, wie ein Vertrag und so weiter aussieht. Hier haben wir die Möglichkeit, es auch zentral zu hinterlegen und immer wieder dran zu ziehen, wenn wir eine neue Schnittstelle umsetzen. Genau dann eben wie die APIs, wenn wir einmal eine CM-System-API haben, wollen wir natürlich die wiederverwenden und nicht jedes Mal neu bauen. Das ist so der Punkt mit der Wiederverwendung. Im Projekt benötigen wir natürlich entsprechende Rollen. Ist wahrscheinlich ein bisschen tief geraten, muss ich sagen. Ich will jetzt auch nicht alle einzeln vorbeten. Wichtig ist nur, dass wir halt auch eine gewisse Schnittmenge haben von Rollen, die wir beide besetzen und natürlich die wir auch exklusiv besetzen. Fachbereich natürlich erstmal auf unserer Seite, Stadtwerke, dann reden wir über den Plattform-Lead, Integration-Architekt. Beide Seiten besetzt und ab dem Thema Entwicklung und dann Betrieb geht es dann rein in Items-Seite rüber, so wie wir uns hier aufgestellt haben. Sprich aber, ich habe auch das Thema Fertigungstief auf unserer Seite jetzt mal als der nächsten Folie, dass wir gerade in diesem Bereich Plattform-Lead, Integration-Architekt dann auch mitreden wollen, eben auch zukünftig mehr wissen wollen als nur Kästchen und Pfeile. Und da, gut, wunderbar, funktioniert. Auch eine größere Rolle spielen wollen. Das mit dem Grad der Fertigungstiefe habe ich mal versucht, anhand der Entwicklungsphasen zu machen. Und wir hatten es eben schon mit Scrum. Ich wollte mich jetzt nicht auf irgendwelche, ja, typischerweise im IT-Umfeld Entwicklungsphasen stürzen. Habe ich mal ein Beispiel aus dem Netzbau genommen, soll man sich jetzt nicht von verleiten, um jetzt in diese Diskussion gekommen, ist es agil oder Wasserfall? Weiß nicht, ob wir hier wenigstens aus dem Netzbau haben. Für einen Karl habe ich es extra gemacht, ist ja gar nicht mehr hier. Na gut. Na gut. Der wird es vielleicht kennen, also daran anleiten, Planung, Bau, Betrieb, ganz einfach, die Planung nochmal unterschieden, Grundsatzentwurfs- und Ausführungsplanung, wie wollen wir uns da aufstellen? Gerade diesen Planungsbereich, wenn wir jetzt so eine Integrationsschnittstelle planen, wollen wir halt viel mehr mitreden können auch. Ja, also Bau und Betrieb sind wir raus. Komme ich gleich noch ein schönes Bildchen zu. Auf der anderen Seite, gerade in dem mittleren Bereich Ausführungsplanung, ich habe es mal genannt, da wollen wir dann eben uns treffen, auf Augenhöhe sein, da entsprechend mitdiskutieren können. Da sind wir natürlich dann spätestens, ja, kann man auch schwer lesen, da steht Items Entwicklungspartner in diesem hellgrauen Bereich, dass wir dann spätestens da auch zusammenkommen und das Ganze dann für den Bau entsprechend dieser Integration vorbereiten. Jetzt mal auf die einzelnen Phasen anhand dem Use Case. Wir sind im Projekt gerade im Bereich, dass wir den ersten Use Case umsetzen. Die Plattform ist aufgebaut und fangen jetzt an, den ersten Use Case zu machen. Das dann einmal der Status, der Fortschrittsstatus Grundsatzplanung, dann die Rollen und wer die gerade besetzt. Da sind wir im Fachbereich Integration Architekt mal die Rolle, dass wir da die Grundsatzplanung machen und Plattform-Lead habe ich aufgenommen, komme ich später noch mit dem Thema Governance, aber schon frühzeitig informieren, ey, da ist was im Gange Richtung Integration, informatorisch, melden macht frei, das glaube ich zumindest früher bei der Bundeswehr. Achtung, brauchen wir später, komme ich auf der letzten Folie zurück. Wie sieht die Grundsatzplanung aus? Ein Kollege damals aus Asset Management hat mir mal gesagt, da nehmen wir erstmal ein Füllstift und machen einen dicken Strich, von wo bis wo wollen wir die Leitung legen, genau hier haben wir wieder unsere Kästchen und Pfeile. Ja, wir wollen von E-Pilot ins CM, war jetzt hier unser Use Case. Also auch wieder unsere berühmten Kästchen und Pfeile. Ein bisschen Prosa haben wir auch dazu. Was soll denn erstmal gemacht werden? Ja, wir haben da eine Bestellstrecke mit Interessen für Pacht-PV-Anlage, also wo Produkte ausgewählt werden können, beziehungsweise vorgeschlagen werden können. Eine PV-Anlage zu Pacht, ein paar Zusatzoptionen, Speicher und vielleicht auch noch eine Wallbox. Das heißt, wir reden dann über Kontaktdaten und Produktdaten. Und wo müssen die Kontaktdaten hin, Sebastian? Dankeschön. Sehr gut, wunderbar, genau. Deshalb brauchen wir eine Integration. Dann haben wir die Grundsatzplanung abgeschlossen, haben wir stark gemacht als Stadtwerk. Jetzt wollen wir noch einen Schritt weitergehen. In die Entwurfsplanung rein, da haben wir noch die bekannten Rollen auf unserer Seite, würden dann aber schon im Zweifel API-Produktentwickler, wie man nimmt, natürlich schon mal hinzuziehen. Da geht schon ein bisschen mehr ans Eingemachte. Da gucken wir uns dann nochmal genauer an, wie die Prozesse auch in den Systemen sind. Hier mal das E-Pilot. Als nächstes müsste jetzt mal was aus dem CM kommen, kann man wahrscheinlich super sehen, ist aber auch nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass wir dann auch mal den ersten Aufschlag machen. Dafür haben wir dann das gute alte Sequenzdiagramm wieder rausgenommen, auch nochmal etwas vereinfacht dargestellt. Wir merken schon, jetzt wird es ein bisschen mehr als nur ein Kästchen und ein Pfeil. Wir müssen vielleicht auch nicht nur über einen Vorlauf, sondern auch über einen Rücklauf denken bei dem, was wir da bauen wollen. Sprich, wir müssen hinterher noch was zurückmelden. Das Ganze sieht man dann in dem nächsten Bereich, wenn wir einkommen, nämlich Ausführungsplanung. Wo es dann wirklich ans Eingemachte geht, da sieht man schon, dann wird dieses Sequenzdiagramm ein bisschen komplizierter, sowohl in der Breite als auch in der Tiefe. Tiefe hat mich jetzt die Folie hier begrenzt, aber muss man jetzt glauben, da geht es ordentlich weiter. Kann man wahrscheinlich auch nicht sehen, da sind jetzt in der Breite, geht es jetzt darum, diese einzelnen APIs, die Bernhard eben dargestellt hat, auch dazwischen dann auch zu entscheiden mit Experience, Process und System-API, sodass das dann auch
hier schon mal erscheint, dass wir das aufnehmen. Das Ganze ist jetzt erstmal MuleSoft unabhängig, jetzt kommt aber der nächste Schritt und da geht es dann ins System rein, dass das System uns einen API-Designer bietet mit einer Spezifikationssprache. Das heißt, das Ganze als nächsten Schritt können wir jetzt erstmal sauber spezifizieren. Für den Technikaffinen halbwegs leserlich, aber es geht dann auch, dass man das Ganze aus dem API-Designer überführt. Dann gibt es noch verschiedene hinterher veröffentlicht, einem sogenannten API-Portal oder Exchange. Exchange ist ein Marktplatz, wo das Ganze dann auch mit ein bisschen Prosa dokumentiert wird und diese API dann auch die Endpunkte sichtbar sind, die Funktionen, die es bietet, beschrieben ist, was die machen und auf diesem Marktplatz auch man mehrere Zugänge hat. Das heißt, jeder, der ein Projekt macht, sagt dann, gibt es denn überhaupt schon, wurde was im CM gemacht, haben wir da eine API, die schon Kundendaten aufnehmen kann. Das ist das Ziel, auch hier Transparenz zu schaffen. Wir haben da schon, oder beziehungsweise wir haben etwas angefangen, die kann zwar Kundendaten anlegen, sie kann sie aber nicht auslesen, blödes Beispiel, aber dass man dann darauf aufsetzt, Stichwort Wiederverwendung, heißt ja auch, wir machen das transparent, was wir haben. Dafür sind die Punkte API, Portal und Exchange da, verspricht eben viel, dass wir genau darüber auch dieses Problem lösen. Wo ist es denn dokumentiert? Wie ist es dokumentiert? Über die Spezifikationssprache RAML nennt die sich, die hier wohl der Standard ist, für den wir uns dann auch natürlich entschieden haben auf Empfehlung des Herstellers. Verspricht es hier auch dann im Vorfeld, als dann, sagen wir mal, Ausführungsplan am Ende auch schon das zu haben, was dann hinterher auch unser Bestandsplan sein soll. Natürlich mit noch einer Abweichung, aber wir haben es auch schon genauso, wie es später sein soll. Wir können das Ganze mit Testdaten ausprobieren. Dann gibt es dann hier so ein, habe ich hier einen Pointer, einen Mocking-Service noch dabei, wo man dann wirklich auch mal von außen, kann ich die schon mal erreichen, was für Beispieldaten kriege ich zurück, auch da schon mal ein bisschen rumexperimentieren kann, ohne noch schon mal irgendwas implementiert oder gebaut zu haben. Unser Vorhaben ist, wenn wir sagen, ja, das passt alles, wie gesagt, auf Augenhöhe mitreden, ja, die Spezifikation passt, Methode ist vor allen Dingen eingehalten, ist alles dabei, was wir brauchen, im Fachbereich nochmal abgesegnet, auch hier eine Art, sagen wir mal, Planungsabnahme zu machen, um dann in den Bau zu gehen, also in die eigentliche Implementierung. Und da muss man dann auch sagen, trotz allem, was dann MuleSoft noch mitbietet, ich glaube, grafische Flows oder grafisches Datenmapping, am Ende sind das Standardentwicklungswerkzeuge, die im Java-Umfeld sind. Am Ende sind es Java-Programme und ich glaube, dieses Bild kennt auch mehr oder weniger jeder, steckt in jedem Büro, bei jedem Energieversorger. Das heißt, einer muss dann die Schaufel wirklich in der Hand nehmen und buddeln. Ich hoffe, jeder versteht die Ironie. Ne? Also der hier mit, das bin ich, der dann ab dieser Phase tatsächlich nur noch staunend daneben sieht. Und Mensch, das ist aber, keine Ahnung, was er da macht, aber toi, 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 hoffentlich es funktioniert. Und wir haben ihm das mitgegeben, wir haben ihm schon mal den Boden aufgelockert, der Spaten ist auch der richtige. Und natürlich, was dann natürlich unsere Rolle ist hier unten, ist natürlich das Typische, ich sag mal, im Rahmen von Baubesprechung. Geht es denn jetzt wirklich links lang? Ist da noch irgendwas im Boden, was wir nicht gesehen haben? Müssen wir nochmal an die Spezifikation dran? Da sind wir dann im Bereich, das ist natürlich alles iterativ oder neudeutsch agil in irgendeiner Art und Weise. Aber so ist die Rollenverteilung, wie gesagt, hier oben auch nochmal dargestellt. Ab dann sind wir mehr oder weniger raus, außer eben das Thema Bauüberwachung, wobei es ein blöder Begriff ist. Letzte Phase Betrieb. Will ich gar nicht mehr so viel sagen. Wir nehmen uns vor, dass wir dafür sowohl für den eigentlichen Betrieb der Plattform, aber dann auch der einzelnen Use Cases, also einzelnen Integrationen umgesetzt werden, Service-Scheine haben. Auch das kann man nicht mehr da oben zumindest nicht ganz lesen. Also einen standardisierten Betrieb haben. Von unserer Sicht dann quasi nur noch die Aufgabe ist, ey Mensch, da sind Fehler, die müssen wir melden. Oder wenn es dann gar nicht runterläuft, in die Eskalation einzusteigen. Sonst hoffen wir, dass wir dann ziemlich geregelten Betrieb dann auch haben. Nehmen wir uns zum Beispiel vor, haben aber auch gleichzeitig dann die Möglichkeit, in dem eigenen System dann auch auf die Möglichkeiten zuzugreifen, die uns das System bietet. Da gibt es halt dann auch mehrere Funktionen, die nennen sich Visualizer von mir aus. Das sah jetzt auch ganz schön aus, so weit sind wir noch gar nicht. Wo man dann wirklich sieht, wie es durch diese drei Schichten, die Bernhard eben so schön dargestellt hat, dann auch wirklich live läuft. Monitor, wie viel läuft überhaupt da drüber? Wie gesagt, wenn ich nur Kästchen und Pfeile sehe, weiß ich gar nicht, wie viel läuft da überhaupt drüber. Braucht man die Schnittstelle noch? Braucht man das oder kann das eigentlich weg? Wie viel Aufrufe sind das denn? Auch da ist dann im Betrieb das entsprechende oder die entsprechende Transparenz dann hoffentlich mehr gegeben, als es heute teilweise ist, wo man dann eben auch Folgemaßnahmen ableiten kann. Somit wären wir dann durch den eigentlichen Use Case einmal durch. Das letzte ist eine Governance-Strategie, beziehungsweise, ich habe es extra noch, eine Idee davon, wie wir damit auch umgehen. Ich habe gesagt, das ist natürlich, das System verspricht uns viel, die Technik, aber vor allen Dingen auch die Methode, die Vorgehensweise, um uns wirklich von unseren Schmerzen zumindest etwas zu erlösen, die wir heute haben, beziehungsweise in der Zukunft dann
auch haben werden durch die ganzen Umstellungen, die uns bevorstehen. Der eine oder andere wurde heute schon beim Gespräch ganz bleich, als wir es mal angesprochen haben, was wir so in den nächsten Jahren vor uns haben. Aber wir brauchen natürlich irgendeine Art von Governance-Ansatz, um dem Herr zu werden. Das erste ist, dass wir überhaupt die Integrationsfälle identifizieren. Wer sich noch erinnert, am Anfang einmal informieren, da ist was im Gange, ist ganz wichtig. Wir auf unserer Seite, ist hier noch eine Rolle, die hat nicht erwähnt, die ist bei uns ausgeprägten Lösungsarchitekt im Bereich, die schon mit dabei sein sollen. Wenn irgendwas Neues kommt, frühzeitig dabei zu sein, erstmal die richtigen Fragen zu stellen. Was bedeutet das? A, ist eine Integration dabei, dann bin ich diese Kollegen mal mit ein, was bedeutet das? Und erstmal einzuordnen, in welchem Bereich soll das überhaupt sein? Ist das überhaupt eine echte Integration? Haben wir irgendwelche vielleicht? Muss es überhaupt eine sein? Oder sind es 3 Vorfälle im Jahr? Dafür können wir dann auch noch jemanden manuell tippern lassen. Im Rahmen der Governance müssen wir natürlich dann auch zusehen, eben wie gesagt, auch über das Einhalten der Methode Wiederverwendung sicherstellen, sonst haben wir ja das nicht erreicht, was wir wollten. Dann eben auch die Pflege und Weiterentwicklung der Konzeptionsvorgaben, der Strategie und natürlich am Ende auch darüber, natürlich auch Kennzahlen abzuliefern, was läuft überhaupt da drüber, was haben wir erreicht, ist das Ganze noch wirtschaftlich, müssen wir irgendwo nachlegen, reicht die Lizenzierung noch, wird auch immer irgendwann ein Thema sein, anhand der Ressourcen müssen wir noch ein paar Kohlen nachlegen, also eher die man überweist. Und das ist natürlich auch noch im Rahmen, was wir machen müssen. Und im Zweifel dann, oder nicht im Zweifel, sondern hier sieht es auch beide Rollen dann wieder von, oder die Rollen von beiden Seiten besetzt, dann eben auch gemeinsam gerade das Thema Integrationsfälle abfangen und bewerten, ist sicherlich ein Thema, was wir von beiden Seiten dann auch tackeln müssen. Nicht, dass irgendwie alles an uns vorbeiläuft. Wenn wir eine schöne Plattform haben, die keiner nutzt, wäre ja sehr schade. Ne? Schlusswort ist dann noch, eben war der Begriff auch, ich glaube bei Salesforce, CM war das, kam das, die eierlegende Wollmilchsau. Wie haben Sie? Nicht. Auch das MuleSoft ist nicht die eierlegende Wollmilchsau im Integrationsbereich. Also nicht jede Integration können wir über das MuleSoft Anypoint abbilden. Deshalb auch der erste Punkt ganz wichtig, Integrationsfälle identifizieren und bewerten. Es haben sicherlich noch Technologien wie ein RPA, wie File-Transfer über GoAnywhere, wie eine B2B, alle ihre Berechtigung. Wir haben hier ein ergänztes Werkzeug, einen ergänzenden Baustein, einen wichtigen Baustein unserer Architektur, den wir neu aufbauen, aber er ist nicht der, über den wir alles rauf und runter und weg integrieren werden, sondern auch da müssen wir genau hinschauen. Das war mir noch ganz wichtig. Nicht, dass der Reflex kommt, jetzt haben wir ja alles darüber. Das wird es nicht sein, aber 80% kriegen wir hin. Oder? Mhm. Ja, alles klar. So. Genau, noch Fragen.